So, da bin ich wieder. Heute ist Vatertag, 18.05. Und ich bringe jetzt erstmal die Enten raus. Und zwar haben die jetzt einen kleinen Pferch vorübergehen, wo es noch relativ kalt ist, im Gewächshaus. Und es stinkt hier auch schon ordentlich. Jungen Damen und Herren, oder nur Damen oder nur Herren. Aber du siehst ja, selbst hier habe ich noch die Heizmatten von meinen Pflanzen drin liegen und die warme Glucke. In dem Eimer, den ich ausgesägt habe. Ich habe den Eimer ausgesägt, weil das eigentlich mal ein Legenest werden soll bei den Hühnern. Das ist so eine Konstruktion. Hier haben wir noch ein bisschen Futter. Wasser muss sowieso immer neu gemacht werden. Das ist eigentlich auch eine Blumenwanne hier. Und ihr beiden geht jetzt wieder raus ins Dreieck. Könnt ein bisschen Gras fressen. Und zutraulich sind die relativ. Also wenn ich Mehlwürmer in der Hand habe, dann kommen die natürlich fressen. So geht's noch, muss ich noch ein bisschen mehr dran gewöhnen, aber es geht in der Zeit. Und eigentlich wollen wir noch so einen mobilen Zaun holen, so einen Geflügelzaun mobilen. Und wir wollen noch mal so einen, entweder baue ich so einen Bollerwagen um zu einem kleinen Entenhaus oder wir kaufen ein kleines Hühnerhaus mit eingezäuntem Auslauf, der aber nur 2 Quadratmeter hat, weil die nicht zu den Hühnern kommen. Letztes Jahr hatte ich Laufenten bei den Hühnern, die haben nur Chaos gemacht und das mache ich diesmal nicht. Und die kriegen dann eine etwas gesonderte Stelle, das habe ich schon in meinem anderen Gartenblog gesagt. Ja, das ist der Plan, den wir heute haben, also die erstmal rausbringen. Dann habe ich mir noch letztens im Blumenladen Taubenskabiosen geholt. Und die müssen eingepflanzt werden, weil der Plan, den ich hatte, ist nicht ganz aufgegangen. Aber jetzt erkläre ich dir gleich. Erst bringen wir die Enten raus. So, Kamera-Problem gefixt. Gartenumgang gedreht, ein bisschen lang geworden, 38 Minuten. Aber ich habe da sehr viele Erklärungen zugemacht. Schau dir das einfach mal an. Wenn nicht, dann an 3 Teilen oder sowas. Geht ja auch. Und jetzt werden wir, folgendes machen, Gurken einpflanzen, Kürbisse einpflanzen, noch eine Zucchini einpflanzen. Man kann nie genug Zucchini haben, auch wenn die dann das ganze Jahr rumliegen im Kühlschrank. Also bei mir zumindest. Die halten das bei mir echt alle mega lang. Und dann werden wir die anderen Aussaaten, die ich noch gemacht habe, und zwar die Gurken und so weiter, kommen ins Gewächshaus. Dann müssen wir noch was zusägen für die Wildblumenwiese. Und dann noch was ins Beet einpflanzen, was ich dafür gezeigt habe. Beziehungsweise habe ich im Gartenrundgang eigentlich gesagt. Müssen wir noch machen. Und dann haben wir die gröbsten Sachen gemacht. Vielleicht machen wir gleich den Grill noch sauber. Aber ich will eigentlich noch für den anderen Kochkanal Shorts drehen und ein YouTube-Video drehen. Von daher habe ich heute ein bisschen Action. Das ist das Gute, wenn man Kinder frei hat. Nachteil ist halt, ich zumindest packe mir den Plan immer so voll. Das ist halt brutal. So, dann werden wir mal ein paar Sachen hier jetzt uns zusammen klauen. So, dann nehmen wir mal hier meine Gurke. Und zwar ist das Ei des Drachen. Ich glaube, das ist eine kroatische Sorte. Die habe ich schon mal angebaut, aber da habe ich die eigentlich eher verkümmern lassen. Da waren 2, 3 Gurken dran. Die sind aber sehr, sehr geil. Die sehen eigentlich aus wie Eier. Ich habe gerade ein Ei rausgeholt aus dem Hühnerstall. Das lag auf dem Boden. Hat eigentlich das Huhn ist nicht zum Legenest geschafft. Und die sehen, das sind solche weißen Gurken-Eier. Die sehen aus wie Eier. Von daher ist es richtig krass. Das hier ist übrigens eine Sorte, die möchte ich dieses Jahr dann halt auch ab Oktober ins Lichtzelt stellen, ab September, damit die auch das ganze Jahr trägt. Kürbisse. Ein bisschen krank, ich nehme trotzdem 3 Kürbisse mit. Dann habe ich hier Rugosa friulana. Ne, die nehme ich nicht mit, aber ich möchte vielleicht, nehme ich die hier noch mit. Tondo di Ciao di Nizza. Pflanzen wir trotzdem ein. Die haben ultra schlecht gekeimt dieses Jahr, also es ist wirklich so. Ja, und hier, die muss ich eigentlich auch noch topfen lassen. Das ist die Tigrette Cherry, also die ist genau auch das gleiche hier drin. Hier ist so ein helles Laub, das siehst du auch hier, es hat keinen Nährstoffmangel. Sind Massenträger, freue ich mich drauf. Werden auch nicht so groß, sind Zwerg-Dinger. Ansonsten, die Tomaten, die kommen alle vorne hin. So. Was noch? Meine Eltern müssen ja auf jeden Fall noch Salat mitnehmen. Den kriegt ihr jungen Damen nicht. Oder alten Damen. Dann müssen wir gleich da rein. Müssen wir natürlich aufpassen, dass wir die Hühner da nicht
mitnehmen, weil die macht alles kaputt. Das ist eh der Nachteil hierbei, ne? Bei dem Ding hier, dass es bei den Hühnern ist, weil ich da nicht anders reinkomme. Das ist halt brutal, dass die Hühner, die killen einfach alles, wenn ich da nicht aufpasse. Aus. Boah, Kamera, mach aus. Okay, fangen wir an. Buschkürbisse, Schlangen oder Gurken, Ei des Drachen und Zucchini. Das wird schon wahrscheinlich eigentlich viel zu viel für diese Fläche werden. Aber ich hoffe ja, dass der Buschkürbis wirklich ein Buschkürbis ist und nicht ausbreitet. Von daher werden wir die mal ein bisschen relativ eng pflanzen. Guck, dass ich mal die Kamera ein bisschen drehe. So. Seht ihr was? So ist besser. So. Rasenmulch hilft. Ich habe hier immer noch feuchten Boden. Oben ist alles ausgetrocknet. Ich werde... Also das war meine jahrelange Testfläche hier, wo ich immer nur Gründüngung angebaut habe. Und man sieht hier, also ich hacke jetzt gerade hier nur ein bisschen rein und man sieht ja einen Haufen Regenwürmer, was mir aber echt leid tut ein bisschen, dass die Kumpels hier jetzt gestört werden. So, aber ich muss jetzt auch den Kürbis einmal hier rausholen und einpflanzen. Der ist schon mega gut durchgewurzelt. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Man soll ja die alles nur möglichst einmal umtopfen, einpflanzen, weil die Wurzeln schon relativ empfindlich sind. Die werden jetzt auch erstmal in einen Wachstumsschock kommen und erstmal nicht großartig weiter wachsen. Aber es ist ja auch okay. Hauptsache, die wachsen irgendwann wirklich an. Mulch drum. So, Pflanze 1 ist drin. Pflanze 2 habe ich hier. Setze ich hier vorne hin. Das wirst du wahrscheinlich nicht mehr sehen. Gucken wir mal so. Ja. Hier, genau. An der Kante, da siehst du jetzt nicht, ist der Holzbalken hier vor. Die kommt hier rein. Und wenn, dann beengen die sich halt ein bisschen. Ich bin jetzt auch echt eher der Wildblumentyp als der Garten-Gemüsebautyp. Da gibt es echt Leute, die können es wesentlich besser, weil das ihre Passion ist. Meine Passion ist das nicht so. Und schon wieder vergessen, ich habe hier so Hochbeetdünger. Ich wollte den ersten Mal ausprobieren. Das ist ja nicht Quatsch, Hochbeetdünger. Aber ich gebe jetzt hier noch mal ein bisschen was dazu, um die Erde drumherum. Weil Kürbisse ja auch ganz gerne viel zehren. Und ihr seid mein Publikum, meine Chicks. Super. So, mit dem Kürbis machen wir jetzt ein Experiment. Ich glaube nicht, dass da großartig was raus wird, aber wir machen es trotzdem. Wir setzen den jetzt hier in den relativen Schatten, wo eigentlich meine Samenstation ist für die Kaltkeimer. Die kommen nämlich jetzt immer hier hin. Vielleicht baue ich hier sogar nochmal anhand dieser Palettenerhöhung nochmal so eine Art Regal, wo ich die dann mehrfach da drauf machen kann. Aber so viel will ich eigentlich gar nicht aussehen. Und den werde ich jetzt mal hier reinsetzen, werde ich das ein bisschen zur Seite räumen. Oder vielleicht setze ich den auch hier oben in den Kompost. Das könnte ich eigentlich eher noch machen. Das muss hier eh weg. Das machen wir und dann gucken wir mal, ob der überhaupt wächst oder nicht. Das würde mich mehr interessieren. So, fangen wir mal hier an. Hier habe ich die Zucchini eingepflanzt. Hier die beiden Buschkürbisse. Hier ist eine Gurke. Hier ist eine Gurke. Und dort hinten ist ein Buschkürbis. Das ist für mich auch gut zu wissen, dass ich das in diesem Video sagt. Das kann ich mir nämlich angucken, damit ich weiß, was ich gepflanzt habe. Weil ich habe jetzt gerade hier keine Pflanzschilder. Und ich kenne mich, ich habe das bis morgen wieder vergessen. Oder bis gleich. So, hier sind noch ein paar Anzuchten. Also meine Platte mit Gänseblümchen. Ich weiß, ein bisschen beknackt. Aber die Gänseblümchen ziehe ich trotzdem vor. Für mein Apfelbaumprojekt. Hier haben die Kinder von dem Vogelfutter, das runtergefallen ist, Sonnenblume. Gekeimt im Sandkasten. Die haben wir ja eingepflanzt. Die Kinder wollen Sonnenblumen haben. Ist vollkommen okay. Hier habe ich Skabiose Kanessenz, also Glanzskabiosen oder graue Skabiose, Duftskabiosen,
mehrere Namen. Das sind hier die drin, die sind echt unscheinbar. Aber die hatten noch ein bisschen Wachstumsdepression, weil ich die lange nicht eingepflanzt habe. Jetzt werden die auf jeden Fall. Hier ist Scabiosa columbaria, also Taubenscabiosen. Da hinten habe ich noch eine ein Kretzkraut, also gelbe Scabiose, Gänseblümchenplatten, Sonnenblumen von den Kindern. Und jetzt muss ich noch ein bisschen mehr eskalierend hier an Töpfe machen, weil diese ganzen Kisten hier, alle vorbereitet, die muss ich noch befüllen und bepflanzen. Genau, das bleibt also stehen. Dann muss ich dann ein bisschen wegräumen hier, die Seite auch ordentlicher machen. Und das ist nur ein Bruchteil an Töpfen, die ich habe, weil unter der unter dem Pflanztisch da sind 1 Million noch. So, aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal für den Teil. Ich werde jetzt Wichtigeres machen, eine optische Abgrenzung für die Wildblumenwiese, weil dann fährt die Frau wieder im Rasenmäher da rein. Oder die Kinder laufen dadurch, spielen der Fußball oder sowas oder machen irgendwas anderes. Und das ist halt nicht so cool, weil die muss erst anwachsen. Ich habe denen gesagt, die können in... die Hühner kloppen sich gerade. Die können in 2 Monaten, gerne so Ende Juni, Anfang Juli, dort Wildblumen sammeln. Für die Mama einen Blumenstrauß, das ist nicht das Problem. Aber aktuell dürfen die halt nicht da rein. Und ich glaube, ein Huhn hat ein bisschen Legenot. Bin mir nicht sicher, weil es eigentlich schon relativ lang so ruhig ist. Sehe ich gerade. Vielleicht kriegst du gleich echt mal einen Einlauf mit Öl oder sowas. Müssen wir mal gucken. Wenn nicht, tut es mir halt echt leid für das Huhn. Weil es gibt ja keine adäquate Lösung. Außer Kopf ab. Aber wir probieren jetzt erstmal mit den Öleinlaufmethoden. So, aber bevor ich das mache, erst einmal Stöcke zusägen. Wird ein bisschen laut, Nachbar hat Pech. Heute ist ja kein stiller Freitag. So, was habe ich gemacht vorhin? Ich wollte den Gartenblock nächstes noch zu Ende drehen. Ich habe vorhin hier so mir 1,50er, das sind so Tomaten, Anbindestöcke, Flöcke, Fehle, genommen, habe ich zersägt, habe ich die angespitzt, also habe ich die halbiert und habe mir die reingepflanzt und dann habe ich da hinten, ich habe da auch Löcher reingebohrt. Ich wollte eigentlich dieses extra gekaufte Jute selber, das seit einem halben Jahr im Garten rumliegt, dafür verwenden. Das Problem ist, die Löcher passen eigentlich, nur ich kriege diesen kleinen Pinöppel da nicht durch. Im Umkehrschluss heißt es eigentlich, ich muss da irgendwas dran machen, wachsen oder einen Gaffertape dran machen, das dann durchpopeln. Das ist eigentlich das Ziel, aber jetzt nicht mehr. Damit ich eine offensichtliche Begrenzung habe, unter anderem für meine kleine Tochter. Eigentlich wäre das so, der Staketenzaun, der eingewachsen ist jetzt in der Wildblumenwiese, der wird da auch perfekt vorne hinpassen. Aber ich lasse den da drin, weil das sieht einfach geil aus. Das sieht einfach so richtig retro aus, ob der so, der ist eh verwittert aus, ob er schon 20 Jahre da steht und dann so eingewachsen mit da hinten mit den Wegwarten. Also das hier sind alles Wegwarten hier, ne? Das eskaliert hier gerade so richtig. Und du siehst einfach, wie schlecht der Boden ist und diese Wegwarten hier, die sind einfach mikro. Und hier, keine Ahnung, warum der so schlecht ist, was die Vorbesitzer hier gemacht haben, aber das ist schon ein krasser Unterschied. Und genau. Deswegen bleibt er hier so stehen, das sieht so richtig, richtig schön urig aus, das ist ja auch das Ziel. Und hier vorne, ja, hier ist das jetzt schön. Hier, das ist übrigens die Capanula patula, das ist eine Wiesenflockenblume und diese Kamera hier, die fokussiert einfach nicht, ich kriege einen Anfall. So, die ist leider 2-jährig, manchmal auch 3-jährig, aber wenn die jetzt anfängt zu blühen, sehr zart, schön Glockenblumenblüte, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Auch sehr bienenfreundlich, gehen viele spezialisierte Bienen dran. Ob es die hier jetzt gibt, weiß ich nicht. Deswegen habe ich ja auch mehr ein bisschen auf Generalisten gelegt, um möglichst viele Bienen anzulocken oder beziehungsweise Wildbienen die Nahrung zu bieten. Und weil es bringt nichts, spezialisierte Bergpflanzen hier zu pflanzen, die dann, wo ich keine Nützlinge für habe. Ja, also wenn ich jetzt hier einen Steingarten hätte, mit alpinen, einheimischen Bienen, also einheimische Pflanzen für Bienen, die bringen mir nichts, die wollen am Niederrhein. Das ist ungefähr bis zu den Alpen 800 Kilometer von mir und da verirrt sich hier keine Biene hin. So, und ja, jetzt gehen wir einmal etwas roden.
Und zwar ein bisschen. Ah, ich habe noch was gemacht. Und zwar habe ich, gehen wir mal hier rüber. Ach, das sind auch die Handschuhe. Gut. Übrigens sehr schön. Letzte Narzisse, ne? Acta Ea. Sehr, sehr schön. Ich habe hier nochmal in den Wildblumenwiesenteil Brennnessel und Taubnessel ausgegraben, weil ich habe nämlich in dem Gartenrundgang Mai 2023, der letzte Woche kam, gesagt, ich möchte einen großen Horst an Taubnessel haben. Da hinten. Ist vollkommen okay. Hier wird auch im Herbst ausgestochen und ich habe hier schon einen Teil ausgestochen. Hat folgenden Grund. Die Eskalen halt einfach, die werden einfach riesig und ich möchte nicht nur Taubnessel haben. Schöne Wildblume, schön, sehr viel nektarreich, aber wir haben die auch hier zuhauf am Niederrhein, von daher brauche ich die nicht in meinem Garten. Das ist ja genauso wie mit der Brennnessel hier. Die darf gerne noch an dem Stück hier wachsen. Ich brauche sie auch nicht. Wir haben so viel Brennnessel hier und außerdem gehen hier nur 5 Falterarten an die Brennnessel. Die soll ja immer so toll sein für Falter und für Raupen und sowas. Das ist kompletter Bockmist. Also lasst euch da nicht verarschen, wenn die sagen, wenn man irgendwelche Naturexperten meinen, die haben da Ahnung von, weil die Brennnessel ja so bienenfreundlich oder schmetterlingsfreundlich ist, weil ja so viele Raupen dran gehen. Das ist kompletter Bockmist. Also 5 Arten, es gehen ganze 5 Arten an die Brennnessel als Raupenfutterpflanze. Und ganz ehrlich, eine Hand Tor aufmachen ist echt scheiße, warte mal. So. Ganz ehrlich. Wie viel Brennnessel wächst bei dir im Umfeld? Also bei mir, da könnte ich 100 Brennnesseljauchenfässer ansetzen. Mindestens. Und da bin ich erst noch 2 Straßen weitergegangen. So, was machen wir jetzt? Hier vorne im Vorgarten. Das ist der Cottage-Vorgarten mit einigermaßen einheimischen Pflanzen. Du siehst hier, wie die Aquila beliebt ist bei Hummeln. Na, jetzt nicht mehr. Es ist ja weg. Auf jeden Fall möchte ich ganz gerne, habe ich ja hier die Goldnessel gerodet. Einzeln kommt die immer noch mal durch. Das ist dann, siehst du zum Beispiel an Stellen wie hier zum Beispiel. Hier unten. Da ist sie durch. Da muss ich sie nochmal ausstechen, also aktiver ausstechen. Aber ich möchte hier auf der Fläche, wo die überall war, die war ja bis hier unten drunter. Unter dem Baum habe ich ja übrigens Waldstorchnabel gepflanzt. Das ist diese Pflanze hier. Aber auf jeden Fall habe ich hier die Fläche noch. Und bis auf die fette Henne und das Porzellanröschen soll die Gemüsedistel, die andere Distel hier und die ganzen kleinen Keimlinge raus. Weil ich möchte da gleich gemeines Leinkraut hinpflanzen. Gemeines Leinkraut ist dahingehend echt sinnvoll, weil die bietet für 38 oder 40 Schmetterlinge oder Falter, Falter bietet die nämlich Nahrung für die Raupen. Und da sind auch, glaube ich, weiß nicht, 25 saugende Schmetterlinge dran. Aber vorwiegend halt Nachtfalter. Und das ist ja die größere Gruppe der Falter. Es gibt die Tagfalter, die Schmetterlinge und die Nachtfalter. Und die sind ja wesentlich größer und da man die nicht so wahrnimmt, weil die ja nachts fliegen, aber die auch Nahrung brauchen und unterschätzt werden, möchte ich gerne Silene vulgaris hier einpflanzen. Und Silene vulgaris ist halt eine sehr gute heimische Raupenfutterpflanze und Nektarpflanze für insbesondere für Nachtfalter. Die blüht halt auch sehr schön. Die blüht halt weißlich und von... Also ich habe eine hinten in der Fläche, wo wir gerade waren, die blüht jetzt schon von Mai bis August, September rein und das ist halt super. So, bevor gleich der Vater dazu kommt, fange ich mal kurz an hier zu roden, ich zeige gleich, was ich gemacht habe. So, ich habe was gepflanzt, das siehst du noch nicht. Und zwar das hier. Das ist jetzt Silene vulgaris. Das sieht man auch noch, wenn ich selbst sehe. Ja, wenn ich selbst sehe. Hier irgendwo. Da. Ein ganz, ganz kleiner Sämling. Und hier haben wir auch noch welche. Die sind aber gerade ein bisschen in Wachstumsdepression. Kein Dünger, kein Platz. So, und die dürfen jetzt wachsen. Die werden aber auch nicht gedüngt oder sowas. Sondern die sollen einfach wachsen. Und das ist dann okay. Und wenn die
dieses Jahr nicht blühen, da will ich mir eine Brille hochschieben, wenn die dieses Jahr nicht blühen, dann blühen die halt einfach nicht. Das ist mir völlig Latte. Wenn die nächstes Jahr blühen, dann blühen die nächstes Jahr. Wenn die dieses Jahr nur Blattmasse bilden und einwurzeln, dann ist das auch okay. Und ich habe jetzt hier noch 3-4 Pflänzchen, die kommen hier in die Wildblumenwiese, da wo ich gerade was freigegraben habe, wo der Kater schon wieder unter dem Apfelbaum lauert. Und ja, ich mache das jetzt hier. Und dann setze ich mich noch mal 10 Minuten an den Teich. Und dann kommen schon die Kinder. Und ja, ach ja, übrigens, ich kann dir das noch mal zeigen, die Silene Bulgaris. So, so sieht die aus. Warte mal. So. Und relativ unscheinbar, die wächst ja auch in meinem Wermut. Mein Beifuß, ist es Beifuß. Aber die setzt sich anscheinend durch. Was mich auch freut, ist, dass sich hier die Flockenblume durchsetzt. Die habe ich gar nicht gepflanzt. Die ist selbst aus Saat oder hat der Igel rumgeschleppt mit seinem Samenfeldstacheln. Und jetzt pflanze ich auf diesen kahlen Stellen da hinten und hier noch ein bisschen was ein. Und wenn es überlebt, dann freue ich mich. Wenn nicht, dann nicht. So, zum Abschluss des Gartentags, und ich glaube, es wird ein ziemlich langer Gartenblock, pflanze ich noch hier Taubenskabiosen ein, weil meine sind noch nicht so weit. Ich hatte die jetzt drinnen vorgezogen, die waren aus eigenen Samen, die war jetzt nicht so eine gute Keimrate, und die paar, die ich habe, die sind noch nicht so weit. Und guck dir mal diese Riesenpötte an, warte mal, vom Verhältnis her, mein Arm, guck dir mal diesen Riesenpott an. Und ganz ehrlich, ich will ja am liebsten alles selber ziehen, ne? Schaffe ich aber nicht. Da finde ich so, wie der Markus Burkert das macht, so Respekt, ne? Der Gute lebt er wahrscheinlich auch davon. Aber bei sowas hier, ne? Weil wollte ich nur noch Salbe nehmen, rosa für vorne, für diese Wand, wie das jetzt hier so ist. Wollte ich da auch nochmal mitnehmen. Hatten sie noch nicht. Aber hier, ne? So ein Riesenpott, das ist glaube ich ein 15er Pott, ne? Für 3,99. Ganz ehrlich. Das ist Scabiosa columbaria, das ist also Tauben-Scabiosa, heimische Pflanze, wird auch von Bienen und stark angeflogen, also ich habe da schon mehrere geholt, ich glaube, das sind insgesamt 12 oder 15 Pötte. Ey, da kann ich nicht Nein sagen, das ist einfach so, das ist einfach, das wertet das auf, und ich habe ja hier so einen Viereck, da die Prachtnelken, die ich da letztes Jahr gepflanzt habe, die sind einfach nicht so weit, und was ist jetzt, was die sinnvollste, logischste Sache, die jetzt kommt? Die Lücken füllen. Und dann kann die Prachtnelke da rumwachsen. Und dann habe ich hier Skabiosen und Prachtnelken. Zwei Sachen, die schön sich auch ergänzen. Und dann habe ich hier wieder ein gefülltes, volles Beet. Und nebenbei kann ich noch ein paar offene Zwiebeln, wie da hinten, guck mal da, einpflanzen oder tiefer graben. Warum die nach oben gekommen sind, weiß ich nicht, aber es ist halt so. Und habe einfach noch Mehrwert geschaffen. Ich habe hier das voll, das Beet, und das passt hier zum Beispiel. Mir könnte ich hier auch was einpflanzen, mache ich aber in dem Fall nicht, weil ich habe hier Sommerastern drin. Und zwar ist das eine Bergaster, glaube ich. Die blüht blau im Sommer. Und also jetzt im Juni fängt die an, ich müsste jetzt anfangen, ist bald. Und die soll ja Ausläufer treiben, weil ich habe hier hinten eine nicht heimische Aster. Schon damals, bevor ich auf diesem Trip war mit den heimischen Wildpflanzen, gepflanzt, diese hier. Das ist, ich glaube, Herr von Knippelberg oder so ähnlich, bin ich gerade nicht sicher. Dr. Knippelberg. Die ist einfach nur eskaliert. Ich habe eine Pflanze zwei Pflanzen reingesetzt, und die ist einfach von hier hinten rum bis hierhin eskaliert. Und das möchte ich gerne in diesem Dreieck hier auch haben. Also ich habe das hier in zwei Dreiecke eingeteilt. Einmal hier hinten der Prachtnelken und jetzt Skabiosenteil. Hier der Asternteil und hier hinten vor den Töpfen, das habe ich vorhin schon erzählt, ich glaube aber in einem Gartenblock, der letzte Woche kam, in einem Gartenrundgang letzte Woche kam. Hier hinten kommen dann die Knautia arvensis, weil die mehrjährig sind, und die Blüten schön hochwachsen. Und dann habe ich da hinten auch nochmal einen Generalisten für viele Wildbienen. Und es ist halt einfach mega, ne? Es ergänzt sich halt einfach wunderbar.
So, und jetzt wird noch weiter eingepflanzt und dann zeige ich gleich nochmal das Ende von dem Block und dann kommen auch schon meine Kinder wieder und dann ist auch gleich Essenszeit. So, ich habe das jetzt alles mal eingepflanzt, gleich noch ein bisschen angießen. Ich musste aber eine kleine Prachtnelke versetzen, weil die fette Lady hier dahin wollte. Aber das gefällt mir wesentlich besser. Ich muss mir nochmal hier was einfallen lassen für diese Lücke hier. Aber ich wollte halt auch nicht zu viel stören. Das ist das. Mal hier, da wächst Weizen. Ich weiß gar nicht, warum da Weizen wächst, aber ist auch egal. Na, meine kleinen Entchen. Alle meine Entchen, geht's euch gut? Ja? Was ist mit dem Futter? Da keine Kohldampf momentan? Zu viel, ne? Sonst frisst er die Packung immer leer. So, ich habe jetzt hier noch eigentlich, das mache ich aber heute nicht mehr, so einen kleinen Geranium-Pheum, also braunes Geranium, wie heißt das auf Deutsch jetzt? Storchnabel. Da unten dieses kleine blättrige Etwas, das da. Das habe ich auch hier. Das ist die Wildform, das andere ist, glaube ich, der Sambo. Also eine Zuchtform. Warte mal. Fokus, Fokus. Sein. Das kann doch nicht sein. Da. Und ich habe gedacht, ich hätte beide ausgegraben oder einen ausgegraben, weil der andere dachte, der wäre kaputt. Den habe ich nämlich hier reingesetzt. Hier ist auch nochmal der Sambo. Das sieht man in der Blattmusterung. Das ist alles Geraniumpheum. Das ist einfach nur eine etwas züchterisch bearbeitete Form, die aber auch bienenfreudig ist. Und meine Intention ist einfach, dass ich die noch hier reinsetze. Am besten hier rein. Weil Geranium setzt sich schon ziemlich, ziemlich gut durch. Andererseits hat meine Frau gesagt, willst du nicht das hier im Herbst auch wegmachen und als reine Wildblumenwiese nehmen, so wie den Teil hier, den ich abgetragen habe? Weil vorne habe ich so einen richtig schönen Busch gewachsen. Hier hinten habe ich noch diese kahlen Stellen, die noch nicht zu sind. Erst im Ende des Jahres. Könnt ihr im Garten reinkommen. So, ich höre jetzt auf, meine Kinder sind jetzt auch da. Und ja, deswegen überlege ich, dass ich das so wegmache. Aber es ist ein anderes Thema. So, und ich gehe jetzt die Schüssel holen, lassen meine Kinder, meine Eltern rein. Die haben heute die Kinder betreut. Deswegen konnte ich auch echt viel schaffen. Eigentlich reicht das sogar für zwei Gartenvlogs. Ich muss mal gucken, wie viele Minuten das sind. Das ist wieder brutal. Das guckt sich wieder kein Mensch an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Gartenvlog.